Warum lesen Millionen Menschen jeden Tag in der Bibel? Und warum lesen Leute wie Albert Einstein, David Alaba oder Abraham Lincoln in der Bibel? Spricht Gott heute noch zu mir und ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Gibt es ihn überhaupt? Und wenn ja, was sagt ihr über mein Leben? Warum ist die Bibel das meistverkaufte Buch? Hat Gott wirklich die Welt erschaffen? Und ist Jesus wirklich auferstanden? Macht an Jesus Glauben heute eigentlich noch Sinn? Und ist die Bibel eigentlich nicht viel zu alt? Wie ist die Bibel eigentlich entstanden? Und was haben diese ganzen alten Geschichten mit meinem Leben zu tun? Antworten auf diese Fragen und vieles mehr findest du bei uns im Read Together Podcast.